So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Auch das letzte Mal im Jahre 2013 aus Offenbarung 13. Und nächste Woche werden wir uns natürlich nicht treffen. Und dann werden wir erst wieder am 8. Januar das Offenbarungsstudium und das Adventsgeschichtsseminar aufnehmen. Ist das ein Dienstag, der 7.? Dann ist es der 7., Verzeihung. Da wird es der 7. sein. Wie auch immer, jedenfalls der zweite Dienstag im Januar. So kann man sich auf jeden Fall merken. Jetzt wollen wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen für Offenbarung 13, Vers 6 und wollen mit einem Gebet beginnen. Ladet euch ein, dazu niederzuknien, so es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir erneut zu dir kommen können, dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir Freude haben können beim Prophetiestudium und dass wir erkennen können, wie du zu uns sprechen möchtest, dass die Offenbarung lebendig wird für uns und bitten dich, dass du uns Weisheit schenkst, dein Wort zu verstehen nach deiner Verheißung. Amen. Offenbarung 13 und dort Vers 6. Ist im Wesentlichen eine Fortführung von Vers 5. Also wir lesen vielleicht mal Vers 5 nochmal, ohne da ins Detail zu gehen, wir haben es das letzte Mal angeschaut. Dann werden wir sehen, wenn wir dann Vers 6 anhängen, dass Vers 6 eine Erklärung von Vers 5 ist. Das heißt in Vers 5, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und jetzt heißt es in Vers 6, und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Also hier geht es ganz heute um die Lästerung, die schon in Vers 5 angesprochen wird. Könnt ihr das sehen? Kurze Frage, 42 Monate sind? 1260 Tage, Jahre, von 538 bis 1798, genau. Gut. Er tat seinen Maul auf zur Lästerung gegen Gott. Und diese Lästerung gegen Gott, die wir letztes Mal ja schon besprochen haben aus Daniel 7, könnt ihr euch erinnern? Wo wir gesehen haben, dass es viermal in Daniel 7 vorkommt, diese Idee, er sprach große Worte gegen den Allerhöchsten und so weiter. Und auch in Daniel 11. Diese Lästerung gegen Gott wird etwas genauer definiert oder spezifiziert oder etwas genauer beschrieben. Was genau wird da eigentlich gelästert? Genau, wir haben also, Moment, Gottes Name, was haben wir dann? Sein Haus, steht bei dir Haus? Haus oder Zelt, okay, ja, das ist beides gut. Ich schreibe mal Zelt, weil das Original ist eigentlich Zelt. Und? Die, die im Himmel wohnen. Und diese drei Gruppierungen wollen wir uns genauer anschauen. Die seinen Namen, also sein Name wird gelästert, Gottes Name, Gottes Zelt und die, die im Himmel wohnen. Übrigens, noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal angesprochen haben, schauen wir mit mir in Römer 3 und dort Vers 13, das ist noch allgemein zum Thema Lästerung. Römer 3 und dort Vers 14. Wir gehen direkt zu Römer 2. Römer 2 und dort Vers 24. Das ist unser erster Text. Römer 2, Verzeihung. Römer 2 und dort Vers 24. Wir wollen erstmal anschauen, was bedeutet es, dass der Name Gottes verlästert wird. Und Römer 2 ist ein ziemlich toller Vers für diesen Zusammenhang. Es heißt hier, denn der Name Gottes wird weswegen gelästert? Es steht, um euretwillen gelästert, unter den Heiden, wie geschrieben steht.
Jetzt, warum wird hier der Name Gottes gelästert? Wollen wir das ein bisschen besser verstehen? Was bedeutet es, dass der Name Gottes gelästert wird? Es steht hier, der Name Gottes wird gelästert. Unter den Heiden, das heißt unter denen, die Gott nicht kennen. Warum? Weil sie Sünde tun? Ja. Genau, du schaust schon die Verse vorher an, ne? Ja. Ganz genau, die Verse vorher geben den Hinweis. Er sagt ja in Vers 24, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert. Also muss man fragen, wer ist da euretwillen? Zu wem spricht der Paulus? Und jetzt schauen wir mal uns die Verse ab Vers 17 an. Dann haben wir ein Gefühl dafür, wer bewirkt, dass Gottes Name gelästert wird. Ja? Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Das heißt, von wem spricht Paulus hier? Von Gläubigen, von Menschen, die die Bibel, zumindest das Alte Testament, kennen, sich selbst zum Volk Gottes zugehörig fühlen oder zählen und sich auf die Bibel, auf Gottes Gesetz berufen. Ja? Und dann sagst du, und du kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Also hier geht es um Menschen, die die Bibel kennen. Sie haben sie nicht nur in der Hand, sondern sie kennen die Lehren der Bibel, sind unterrichtet worden. Ja? Könnt ihr das sehen? Juden, genau. Aber sie kennen das Alte Testament. Das ist der Zusammenhang. Und dann sagst du, und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind. Also es geht nicht nur um Menschen, die die Bibel kennen und sich zu Gottes Volk zählen, sondern was für eine Position beanspruchen sie? Oder was für ein? Sie wollen Leiter sein, ja? Sie wollen andere führen, sie wollen, ja, ein Leuchtturm sozusagen in der Finsternis sein, sie wollen ein Licht sein. Das heißt weiter in Vers 20, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Kenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Also hier spricht Paulus zu Menschen, die die Wahrheit nicht nur kennen, sondern so gut zu kennen meinen, dass sie glauben, sie sind der Dreh- und Angelpunkt des Universums, ja? Sozusagen. Er sagt, die den Inbegriff der Kenntnis der Wahrheit in Gott hast. Und jetzt stellt Paulus eine sehr entscheidende Frage. Sagt Vers 21, ich würde sagen. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst damit Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Also was für ein Bild wird hier gezeichnet von diesen Menschen, die er anspricht? Wie würdet ihr das zusammenfassen? Die kennen die Wahrheit, aber tun nicht leben nach der Wahrheit. Die kennen die Wahrheit, tun nicht leben nach der Wahrheit? Also die tun eigentlich bewusst Sünde. Sie tun bewusst Sünde, sie wissen das Richtige und tun bewusst das Falsche. Geben sich für den Anschein, dass sie das Richtige tun. Und zu diesen Menschen sagt er, Vers 24, denn der Name Gottes wird um euretwillen verlässt oder gelästert und den Heiden, wie es geschrieben steht. Also wodurch wird der Name Gottes gelästert? Wird der Name Gottes gelästert durch Menschen, die sagen, Gott, ich glaube nicht, dass du existierst und ich glaube, du kannst gar nichts und du bist so und so schlecht? Nein. Durch? Ja, durch Menschen, die vorgeben, gläubig zu sein. Ja? Und nicht nur gläubig, sondern sogar Leiter, Führer, die sagen, schaut, so wie wir, ja, wir haben die Erkenntnis, wir haben die Wahrheit und wir lehren euch. Und gleichzeitig, gläubig zu sein, gleichzeitig Gottes Gesetz brechen. Und jetzt muss man sich die einfache Frage stellen, wir haben ja schon lang und breit bewiesen und angeschaut, dass Offenbarung 13 vom Papsttum spricht. Kann man da eine Erfüllung finden im Papsttum? Geben Sie vor, gläubig zu sein. Geben Sie vor, die Bibel zu kennen. Ja. Sie nehmen sich in Anspruch, auch Lehrer zu sein. Sie nehmen in Anspruch, die Bibel allein auslegen zu können. Ja. Aber wird das Gesetz gleichzeitig gebrochen? Das ist die Lästerung des Namens Gottes. Sie nehmen den Namen Gottes auf sich, ohne den Charakter, den der Name Gottes ja ausdrückt, zu haben. Aber das Ganze,
da wollen wir das wieder auch praktisch machen für uns, hat er nicht nur eine geschichtliche, prophetische Dimension, zu sagen, ah ja, das Papsttum hat diesen Punkt erfüllt, sondern die Wahrheit ist, was passiert, wenn wir vorgeben, gläubig zu sein, wenn wir in der Sabbatschule anderen was erklären, wenn wir, wo auch immer, Zeugnis geben und dann wissentlich Gottes Gebote brechen, was passiert dann? Dann führt es dazu, dass andere sagen, ja, wir treiben andere noch mehr in den Ruin. Und es ist nicht weniger Gotteslästerung. Ja, ja, und sonst wird nicht wahrhaftig. Dann so eine Lehre, wo die anderen nicht machen, nicht das machen, dann ist das für denen kein Beispiel. Ja? Kein Zeugnis faktisch. Ja. Wir sind faktisch umgekehrt. Ganz genau. Schauen wir mit mir in 1. Timotheus. 1. Timotheus 6. Und dort Vers 1. Da gibt es noch einen anderen Aspekt. Den man nicht außer Acht lassen sollte. Das heißt es. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Was könnt ihr aus diesem Vers herausziehen? Mehrere Punkte, die man da lernen kann aus diesem Vers. 1. Timotheus 6, Vers 1. Ja, also ein gläubiger Mensch wird auch gehorsam sein in seiner Arbeit, in der Schule, seinen Eltern, wo auch immer, ja, wie die sozialen Umstände es ermöglichen. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Selbst dann, wenn man mit einiger Berechtigung vielleicht sagen könnte, dass dieser soziale Umstand gar nicht Gottes Ideal ist. Ja? Es gibt immer wieder auch so den Versuch, die Bibel dafür zu instrumentalisieren, irgendwelche sozialen Revolutionen durchzuführen und irgendwie alles auf den Kopf zu stellen. Und die Bibel hat nie das Ideal, dass Menschen andere als Sklaven halten. Ja? Aber das Ziel, oder das, ein wahrer Christ wird auch in den Umständen, die vielleicht negativ für ihn sind, immer noch liebevoll und nett zu denen sein, die vielleicht ihm auch mal Unrecht tun. Statt einfach nur, das darfst du nicht, das musst du nicht wahr. Denn wenn ich einfach Revolution mache, wenn ich einfach für meine Rechte einkämpfe, ohne Kompromisse, dann wird auch der Name Gottes verlästert. Das hat er, Gedanke, nicht wahr? Ja, außer es kommt halt, also bei Daniel zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, denke ich. Also es gibt so einen Punkt, wo man dann einfach schon. Genau, was ist der Punkt? Wo hat Daniel. Genau, da, wo der Gehorsam gegenüber dem Oberen mit dem Gehorsam gegenüber Gott sich kreuzt. Ja. Und das ist mit allen anderen Autoritätsformen, ob das Schule, ob das Militär, ob das eigene Eltern, Großeltern, wer auch immer ist, so wie deren Forderungen mit den Forderungen Gottes nicht kompatibel sind, hat Gott immer die erste Wahl und wir müssen treu zu Gott stehen. Ja? Und das kann ein kleines Ding sein, das kann ein großes Ding sein. Aber wenn es, also erinnert euch daran, als der Nebukadnezar sagt, fallt nieder vor dem Bild, da stehen die wie eine Eins und rühren nicht einen Zentimeter sich. Als sie im Feuer mit Jesus sind und sich mit ihm angeregt unterhalten und es so schön ist und der Nebukadnezar sagt, kommt heraus, dann sagen sie nicht, jetzt bleib mal da, nicht wahr? Jetzt bleiben wir erstmal hier. Sie kommen heraus. Und das ist interessant und wichtig. Das hat die beiden Aspekte. Ja? Es war nicht gegen Gottes Willen herauszukommen. Es wäre vielleicht schön gewesen, drinnen zu bleiben, aber sie sind gehorsam gewesen. Genau. Übrigens, was lehrt die katholische Kirche, wenn du in einem armen Land bist und dein reicher Gutsbesitzer dich unterdrückt? Also ist es nach katholischer Lehre in Ordnung, wenn du stiehlst, um dich zu ernähren? Ja. Die katholische Soziallehre sagt ganz deutlich, also wenn du arm bist und der andere hat da viel, dann darfst du durchaus stehlen, um dich zu ernähren und so.
dass du stehlen darfst? Nee, das Stille, nicht Stille. Genau. Nicht Stille, nee. Aber so wie die haben auch auf dem anderen Feld. Ja, klar. Nee, aber da, es geht um was anderes. Ich verstehe, was du meinst. Aber es geht darum, dass du dich an anderen bereichern kannst, auch Verbrechen begehen, wenn es sozusagen aus Ungerechtigkeit ist. Und das ist also etwas, was in der katholischen Kirche sich in der Lehre auch durchaus findet. Auch wenn man das vielleicht nicht mehr so auf den Blick hat. Schauen wir mal in einem Psalm noch, einen Vers an, im Psalm 74. Übrigens, dahinter steckt auch ganz viel von dieser berühmten Befreiungstheologie. Vielleicht habt ihr davon gehört habt. Ganz besonders von den Jesuiten geprägt worden, auch in Südamerika und in anderen Gebieten, wo man die armen Massen befreien wollte. Das nennt, wo es darum geht, das ganze Evangelium auf die Befreiung der Sklaven, die Befreiung der Armen, die Befreiung von, ich weiß nicht wem, zu konzentrieren. Psalm 74 und dort Vers 10. Das heißt es, o Gott, wie lange darf der Sünder oder Widersacher schmähen, soll der Feind deinen Namen immerfort lästern? Jetzt, dieser Vers ist sehr einfach, aber sehr aussagekräftig. Wer lästert? Schaut genau hin, wer lästert? Der Feind. Wer lästert in Offenbarung 13, Vers 6? Der Feind. In Offenbarung 13, Vers 6 ist wer der Feind? Demzufolge. Wer ist in Offenbarung 13, Vers 6 beschrieben? Nicht der Drache. Nicht der Drache. Das Tier aus dem Meer. Das Papsttum. Das Papsttum lästert. Psalm 74, Vers 10 sagt, der Feind lästert den Namen Gottes. Demzufolge können wir aus der Bibel sagen, das Papsttum ist der Feind Gottes. Ich habe mal gehört, man soll keine Feindbilder haben. Die Bibel sagt, das Papsttum ist der Feind Gottes. Und wer ist der eigentliche Feind Gottes? Satan. Deswegen ist dieses Tier so ähnlich mit dem Drachen, nicht wahr? Und übrigens, wisst ihr, dass Ellen White sagt, dass der Papst der Vizeregent Satans ist? Der Vizeregent Satans, nennt sie ihn. Also, das ist ziemlich starker Tobak, das ist ziemlich heftig, aber es ist biblisch. Jetzt, das heißt natürlich nicht, dass die armen Katholiken die Feinde Gottes sind, ja, das steht nicht ganz richtig. Aber das System des Papsttums ist sie nennt es ein Meisterwerk Satans. Und wir müssen es als solches erkennen. Bei aller Freundlichkeit, bei allen guten Worten, die dort fallen, bei aller christlichen Nächstenliebe, die dort proklamiert wird, das ist, was die Bibel sagt, aufgrund der Identifikation, die wir vorgenommen haben. Und das muss. Und es kommt die Zeit, wo wir das vielleicht nicht mehr an den Zeichen der Zeit erkennen können, wo wir es nur aus der Bibel erkennen können. Wenn das Ganze so christlich aussieht und so liebenswürdig und so unschuldig, dass es nur noch die Bibel ist, die uns sagt, wo der Feind ist. Ja? Das sollten wir deutlich auf dem Schirm haben. Ja, vielleicht was ganz kurz zum Zelt. Ah, eines habe ich noch vergessen. In 1. Timotheus 6, Vers 1. Dort habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf, ansonsten könnt ihr mal aufschlagen. Dort wurde nicht nur der Name Gottes verlästert, sondern etwas anderes. Habt ihr es noch im Hinterkopf? Ansonsten schlagt nochmal auf, ich habe es vergessen zu sagen. In 1. Timotheus 6, Vers 1. Es ist nicht nur der Name, sondern mit dem Namen wird etwas anderes verlästert. Das habt ihr ja genau gelesen, was das ist. In 1. Timotheus 6, Vers 1. 1. Timotheus 6, Vers 1. Genau. Es war die Lehre Gottes, ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass der Name gelästert wird. Wann immer der Name gelästert wird, wird auch die Lehre Gottes gelästert. Das heißt, und das ist ein interessanter Punkt, das heißt, der Name Gottes ist direkt verknüpft mit seiner Lehre. Jetzt, was ist der Name Gottes eigentlich? Sein Charakter, ja. Sein Gesetz, genau, kommt in seinem Gesetz zum Ausdruck. Das heißt, der Charakter Gottes korrespondiert mit der Lehre. Wenn ich etwas an der Lehre ändere, ändere ich etwas an der Wahrnehmung des Charakters. Beispiel, die Bibel sagt, Gott wird die Bösen angemessen bestrafen durch das Feuer, das vom Himmel fällt, ja, angemessen ihrer Werke. Dann kommt der Charakter Gottes zum Ausdruck von Gerechtigkeit, ja.
Wenn ich jetzt diese Lehre ändere und sage, alle werden brennen, für alle Ewigkeit, die Böses getan haben, egal ob sie wenig verbrochen oder nicht, dann ändert sich der Charakter Gottes. So wie ich etwas an der Lehre ändere, ändert sich etwas sozusagen an der Wahrnehmung des Charakters und umgekehrt. Und deswegen ist die eigentliche Nesterung des Namens, bei all den Details, die wir angeschaut haben, eine Veränderung der Wahrnehmung des Charakters Gottes. Gottes Charakter ist nicht mehr so, wie er in der Kirche, nicht mehr so, wie er in der Bibel zu finden ist. Aber ändert sich auch die Wahrheit. Genau, Jesus, der Charakter ist ja nicht da. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, nicht wahr? Gott ist Wahrheit. Genau. Gott ist gerecht, Gott ist Liebe, alles ändert sich. Gut, schauen wir ein bisschen weiter zum Zelt. Was würdet ihr sagen, was ist hiermit gemeint, wenn es heißt, es lästert das Zelt Gottes? Das Heiligtum. Warum sagt das Heiligtum? Gebt mir mal einen Bibelvers, der das bestätigt. Sollte ja jetzt quasi, wo wir das so auswendig studiert haben. Am besten aus dem Neuen Testament, weil wir auch gerade im Neuen Testament sind. Hebräerbrief, genau, das ist gar nicht verkehrt. Heiligtum ist Hebräerbrief schon immer eine richtige Adresse. Da kann man, es hat ja nicht 66 Kapitel, der Hebräerbrief, da kann man ja mal durchblättern. Vielleicht findet man ja auf die Schnelle was. Gibt es da das Wort Zelt irgendwo? Das Zelt, die Zelte, das Zelt, Himmel und auf Erden. Welchem Kapitel geht es um das Zelt, die Zelte? Das Heiligtum. Wo seid ihr gerade? Welchem Kapitel? Fünf, noch ein bisschen weiter. Da gibt's erst um, es geht erst um Jesus als Gott und dann Jesus als Mensch und als Hohepriester. Genau, schaut mal in Kapitel 9. Genau, in Hebräer 9 haben wir Vers 1. Schaut mal in Hebräer 9, Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, gottesdienstliche Ordnung und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Das war ein Zelt aufgerichtet, das vor und drin, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubude befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Also haben wir das Wort Zelt in Verbindung mit Heiligtum, ja? Und jetzt schaut mal weiter in Vers 11 und 12. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Ganz wichtige Verse. Als aber der Christus kam, als ein was? Als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das was eingegangen? Heiligtum. In das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Lösung erlangt. Also könnt ihr sehen, dass dort es im Himmel ein Zelt gibt. Die Bibel sagt das ganz euch. Es gibt dort ein Zelt, ein Heiligtum. Jesus ist in dieses größere Zelt, in dieses vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Es gibt eine andere Stelle ganz in der Nähe, die auch davon spricht, dass es nicht von Menschen gemacht ist. Ganz, ganz berühmter Vers, nur ein Kapitel vorher. Wisst ihr, wo das steht? Wo es um das Heiligtum geht, dass es nicht mit Händen gemacht ist. Oder nicht von Menschen gemacht ist vielmehr. Genau, Hebräer 8, Vers 2. Schaut mal Vers 1 und 2. Hebräer 8, Vers 1 und 2. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte. Was ist die Stiftshütte? Das Zelt, genau. Die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Alle Verse zusammengenommen machen ganz deutlich, es geht hier um das himmlische Heiligtum. Und damit haben wir eine Aussage, die schon in Daniel 8 angedeutet wird, aber hier in Offenbarung 13 ausführlich und explizit dargelegt ist, nämlich, dass das Papsttum gegen das himmlische Heiligtum kämpfen wird. Und von allen biblischen Lehren,
ist wohl keine Lehre so erfolgreich bekämpft worden wie die Lehre vom himmlischen Heiligtum. Das sieht man daran, dass es fast keine Kirche gibt auf der Welt, die das glaubt. Bis auf eine. Wir haben gerade gesehen, dass Lästerung bedeutet, nicht etwas offensiv abzulehnen, sondern durch etwas Ähnliches zu ersetzen, was auch ganz gut klingt. Ja? Also, welche Dinge sind dort ersetzt worden? Kann man das himmlische Heiligtum ersetzen? Also nicht wirklich. Nicht wirklich, aber was ist das Heiligtum? Also Jesus dient im Heiligtum, aber was ist das Heiligtum? Eine ganz, ganz einfach runtergebrochen, was ist das Heiligtum? Sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Gottes Gesetz ist nur da drin, aber was ist das Heiligtum? Es geht um Sündenvergebung. Es geht um Sündenvergebung, ja. Die Sündenvergebung ist das Mittel, durch das, was erreicht werden soll, was das Ziel ist. Was ist das Ziel des Heiligtums? Was ist der ganze Sinn des Heiligtums? Gericht am Ende ist auch ein Teilaspekt, aber das gesamte Heiligtum. Als Gott sagt, sollen wir ein Heiligtum machen, damit ich unter den Wohnen. Das ist eine Begegnung mit den Menschen. Im Heiligtum begegnet Gott den Menschen, der Mensch begegnet Gott. Das heißt, es ist wahr, man kann nicht wirklich das himmlische Heiligtum ersetzen, aber wenn man es schafft, den Menschen in eine andere Richtung zu lenken, dass er sich nicht mehr mit Gott verbindet, hat man erfolgreich das Heiligtum bekämpft und gelästert. Jetzt, was konkret ist da geändert worden oder was ist ersetzt worden, was ist modifiziert worden? Also das Gesetz ist geändert worden, okay. Ein Teil, ja, wir haben von Sabbat auf Sonntag zum Beispiel. Was noch? Jesus, wer ist jetzt Mittler? Wer ist jetzt Mittler in der Kirche? Der Priester, ja? Also der himmlische Priester ist durch einen irdischen Priester ersetzt worden. Was noch? Was noch ersetzt worden? Noch viel mehr. Gesetz ist geändert worden, Priester ist ersetzt worden. Moment, was wolltest du sagen? Genau, mach mal ein Beispiel. Also was konkret? Was ist geändert worden? Es gibt viele Dinge, die damit zusammenhängen. Wie wird Sünden vergeben, wenn ich zu Jesus komme? Also durch Buße. Buße. Indem ich meine Sünden bekenne. Ja. Jesus. Wie wird meine Sünden vergeben in der Kirche? Ich muss meine Sünden bekennen. Ja? Da bekenne ich sie Jesus. Es gibt eine Beichte bei Jesus. Und es gibt eine Beichte bei Menschen. Genau, oder? Dort gibt es im Heiligtum gibt es Werke aufgrund des Glaubens und in der Kirche gibt es Werke, die mich selig machen sollen. Ja? Also es ist immer ersetzt, so ähnlich, aber doch anders. Was fällt euch noch ein? Was ist noch ersetzt worden vom Heiligtum? Das Abendmahl, also der Grundgedanke des Abendmahls. Das Abendmahl, genau. Also im Heiligtum, bleib mal beim irdischen Heiligtum, also beim ganzen Heiligtumsdenken oder was auch im Himmel dann eine Rolle spielt. Taufe, zum Beispiel, Taufe wurde geändert durch? Kindertaufe, ja. Was ist noch? Das erste, was man im Heiligtum sieht, ist was? Das erste, was man im Heiligtum sieht? Im Heiligtum, also im Vorhof. Ach so, im Vorhof. Brandopferaltar. Brandopferaltar steht für? Für das Kreuz, für das Opfer, das gebracht werden musste, ja. Jetzt, im himmlischen Heiligtum, wie viele Opfer müssen gebracht werden? Also im ganzen Thema himmlisches Heiligtum. Ein Opfer, ja? Wie viele Opfer werden in der Kirche gebracht? Jedes Mal. Da werden täglich Opfer gebracht. Und zwar Jesus wird ständig geopfert, ja? Das eine Opfer wird ersetzt durch die vielen Opfer. Da haben wir gesagt, dann kommt die Taufe. Taufe ersetzt, Glaubenstaufe ersetzt durch Kindertaufe. Okay, was haben wir noch, was ersetzt worden ist? Ja? Wird die Wahrheit einfach ein bisschen aufgegeben, ja, Philosophie kommt noch rein. Ja? Und ja, das stimmt schon. Also die Bibel. Die Bibel, wo ist die Bibel im Heiligtum? In dem
Die Schaubrote. Wie sehen die Schaubrote aus? Wie sehen die Schaubrote aus? Rund? Genau. Gibt es was Ähnliches in der Kirche auch? Oblaten. Im Heiligtum und im christlichen Gottesdienst ist das Wort Gottes das Zentrum. Dort ist die Oblate das Zentrum. Ne? Die Eucharistie. Was gibt es noch im Heiligtum, was geändert worden ist? Oder was ersetzt worden ist? Die Gebete. Also die Gebete. Wie sehen die Gebete aus im irdischen Heiligtum? Da gibt es diesen Räucheraltar, nicht wahr? Der symbolisieren soll die Gebete, die direkt zu Gott gehen. Gibt es auch Weihrauch in der katholischen Kirche? Die ganze Zeit? Also, wir waren ja vor kurzem in Österreich, haben auch so eine Kirche drin, das riecht überall nach Weihrauch, wenn da gerade Gottesdienst gibt. Das ist ja, es klingt, der riecht ja gar nicht schlecht. Aber der Punkt ist der, dass, was ich euch damit versuchen will zu sagen, ist, dass die Kirche das Heiligtum so weit wie möglich imitiert hat. Da gibt es ständige Opfer. Da gibt es ein Waschbecken. Ja? Da gibt es gibt es auch Kerzen? Am laufenden Meter, Kerzen. Da gibt es Weihrauch. Da gibt es runde Oblaten sozusagen. Ja? Wusstet ihr, dass es im irdischen Heiligtum auch einen Becher mit Traubensaft gab? Lest mal nach. Im Zusammenhang mit dem Schaubrot. Könnt ihr nachsehen. Und da gibt es in der Kirche auch, nicht wahr? Den Wein. Und wie sah das Innere aus vom Heiligtum? Ja, Gold und Silber, nicht wahr? Wie sahen die Priester aus? Prächtige Gewänder. Jetzt gehst du in die Kirche, überall Gold und Silber. Prächtige Gewänder. Es gab Musik am Heiligtum. Was gibt es in der Kirche? Musik, ja? Feierliche Musik. Und man könnte weitergehen. Und dann am Ende gibt es das Allerheiligste, den Altar. Jede Kirche ist so gebaut, es geht immer auf den Altar zu. Ja? Und so weiter und so fort. Nur der Unterschied ist, dort am Altar, da sieht man nicht das Gesetz Gottes, sondern da sieht man die Himmelskönigin, genannt Maria. Und man sieht die Sonne, genannt Heiligenschein oder was auch immer. Ja? Aber das ist, was eigentlich dahinter steht. Ja? Es ist nur übertüncht, es ist nur vorgegeben. Das ist das Gold der Verwüstung. Der ganze Heidentum unter dem Deckmantel des Heiligtums in die Kirche eingebracht. Ja? Und die Menschen schauen auf dieses irdische Heiligtum und vergessen dabei das himmlische Heiligtum. Denn wenn ich jetzt schon Weihrauch habe und wenn ich schon die Kerzen habe und das Waschbecken und die Opfer stattfinden und der Priester jetzt meine Sünden abnimmt, was brauche ich noch das himmlische Heiligtum? Ist ja alles schon besorgt. Es ist eine Fälschung, die für fast alles sorgt, nur natürlich mich nicht reinmachen kann. Und das ist diese Lästerung. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Denn wenn das Heiligtum das Zentrum unseres Glaubens ist, wie wir immer sagen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Lästerung des himmlischen Heiligtums auch das Zentrum des Abfalls ist. Ja. Weil meistens beim Abfall der Christenheit fokussieren wir uns allein auf den Sonntag und sagen, ah, schau her, das ist das Zeichen des Abfalls. Und vielleicht noch auf den Zustand der Toten. Und das ist zwar wichtig, aber das Zentrum des Abfalls ist das Zentrum der Veränderung, die Veränderung des Heiligtums, die Veränderung des Erlösungsplanes, wie wir erlöst werden. Und da könnte man noch viel mehr zu sagen, aber aus Zeitgründen müssen wir jetzt noch ganz kurz was sagen zum dritten Punkt, nämlich zu denen, die im Himmel wohnen. Wer ist das nach der Bibel? Wer wohnt im Himmel? Später alle Heiligen, genau. Aber das ist ja nicht später, das ist ja früher, nicht wahr? Das ist ja der Vater und der Sohn. Ja, okay. Aber die werden ja im Prinzip, die sind ja schon hier mit drin, ne? Die Engel. Klingt logisch. Aber wie könnte man das auch mit einem Vers oder einem beweisenden Text deutlich machen? Also, kommt das nochmal vor irgendwo, die im Himmel wohnen? Also es sind halt nur ein Teil ist ja gefallen. Also es ist nicht, dass eben der andere Teil nicht wohnt. Das stimmt, also ja, okay. Das macht schon mal Sinn. Ein Teil ist gefallen. Wie viel sind gefallen? Ein Drittel. Ein Drittel, ne? Offenbarung 12. Dass sie vor dem Thron anbeten, sind das auch die Engel? Also da sind auf jeden Fall auch Engel dabei. Offenbarung 5 sagt ja 1000 mal 1000, 10.000 mal 10.000. Engel standen vor ihm. Schaut mal, es gibt noch eine Stelle, wo diese Formulierung vorkommt. Und da werdet ihr auch sehen, was dahinter sich verbirgt. Offenbarung 12 und dort Vers 12.
Offenbarung 12, Vers 12, die Bibel sagt, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und, seid ihr da, Offenbarung 12, Vers 12? Ja. Und? Die ihr in ihnen wohnt, die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch abgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also, wer sind diejenigen, die im Himmel wohnen, nach diesem Vers? Gar nicht so schwer. Gut, gibt auch Elia und Mose. Das stimmt, aber nach diesem Vers. Nach diesem Vers. Wer ist der, die im Himmel wohnen? Vers 12. Ach so, also vorher wird ja auf die Menschen Bezug genommen, die eben nicht oder noch nicht im Himmel sind. Ja, einige auch nie. Aber schaut den Vers allein an. Der Vers allein ist ganz deutlich. Darum seid fröhliche Himmel und alle, die da wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Also, wer ist glücklich? Die im Himmel sind. Und auf wer wird mit einem Wehe bedacht? Der auf der Erde. Kann man gleichzeitig glücklich sein und ein Wehe erleben? Also in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Was will ich damit sagen? Wer sind die im Himmel wohnen? Alle, die nicht auf der Erde sind. Logisch, oder? Alle, die nicht auf der Erde sind, das heißt nicht nur Engel, sondern alle, die nicht auf der Erde sind. Das heißt, das Wehe ist allein auf die Erde beschränkt. Und alle, die nicht auf der Erde wohnen, alle Lebewesen, sind die, die im Himmel wohnen. Das heißt, Engel, ungefallene Welten, wer auch immer noch dazu. Mose dann in dem Fall auch, genau, und Elia und Henoch. Aber der entscheidende Punkt ist der. Warum lästert wohl der Satan nicht nur Gottes Namen und das Zelt, sondern auch die im Himmel wohnen? Was haben die ihm denn getan? Sie halten zu Gott, okay, das ist Grund genug für ihn. Und wenn ihr den Vers nochmal anschaut, warum lästert er sie? Warum hat er so einen Zorn? Warum hat er so eine Wut auf diese Engel und diese ungefallenen Welten? Oder warum, was ist da der Hintergrund? Nach Vers 12 gibt es jetzt eine ganz bestimmte Tatsache. Der Satan hat nur eine kurze Zeit, aber wo verbringt er seine Zeit? Auf der Erde. Mit anderen Worten, warum sagt die Bibel glückselig, die ihr dem Himmel wohnt? Weil der Satan dort nicht mehr hin kann, nicht wahr? Weil er hinausgeworfen worden ist. Er hat keinen Zugang zum Himmel mehr. Deswegen ist er glückselig. Das heißt, er lässt diejenigen, zu denen er keinen Zugang mehr hat. Logisch? Vorher hat er sie nicht verlästert, die Engel. Ja, er hat vielleicht über Gott schlecht gesprochen, aber die Engel hat er versucht zu überzeugen. Wir wissen ja noch bei Hiob, dass er kommt und, nicht wahr, er bringt ja Argumente vor und sagt, ja, also das mit Hiob, das ist ja schön und gut, aber Gott beschützt ihn besonders. Also da dürft ihr euch nicht von irritieren lassen quasi. Ja? Und versucht sie zu überzeugen. Aber als es nicht funktioniert, als am Kreuz er offenbart wird und sie nichts mehr von ihm wissen wollen und er nicht mehr zu ihnen kann, dann verlässt er sie und sagt, ja, schau, wie auch immer er sie nennt. Ne? Und könnt ihr mir sagen, wie in der Kirche die gelästert werden, die im Himmel wohnen, also die Engel zum Beispiel, wie werden die gelästert? Diese kleinen, entstellten Engel, die irgendwie zu dick sind, nackt sind und irgendwie komisch gucken und immer so verträumt in der Gegend umher sind. Ja? Diese ganzen sexuellen Andeutungen in der Kunstgeschichte. Ja. Warum? Weil Engel sind eigentlich mächtige Wesen. Ja. Und Engel haben eigentlich die Aufgabe, uns zu dienen. Und wenn sie unsere Diener sind, sollen sie ja in gewisser Weise auch Gott repräsentieren. Wir sind auch Gottes Diener. Und sollen ihn repräsentieren. Das heißt, so wie wir Engel sehen, unser Bild von Engeln ist sozusagen auch ein Spiegelbild von dem, wie wir Gott sehen. Ja? Wenn also die ganzen Engel von Gott alles so halbnackte, verträumte, verspielte Kinder sind, die nicht wissen richtig, was zu tun ist, ja? Dann gibt es ein Bild von Gott ab. Wenn es aber heilige, liebevolle und mächtige Wesen sind, die uns in jeder Notsituation helfen können, dann gibt es ein anderes Bild von Gott ab.
Ja? Und so sind es so Kleinigkeiten, die aber große Wirkung haben, vor allem wenn sie über Jahrhunderte fortgesetzt werden, die das Denken von Generationen, ja von Völkern geprägt haben über Gott und sein Wesen. Und das darf man nicht. Und gerade weil es bildliche Darstellungen sind, ist es erfolgreicher noch als irgendwelche theologischen Texte, die kaum einer gelesen hat. Gerade diese ganzen Bilder von Engeln, wenn man die Menschen gesagt hat, ihr habt Schutzengel, und dann sieht man die Engel an, dann sagt man, ja meine Güte, wahrscheinlich muss ich die noch schützen, ja? So hilflos wie die da reinschauen. Und wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass die Engel wirklich mir helfen können, dann fühle ich mich alleine auf mich gestellt. Und so kommt dann eins zum anderen. Und das hat also mit diesem Kampf zu tun, den er nicht mehr gegen sie führen kann. Kann ja nicht mehr auf Himmel etwas tun. Genau. Aber Engel zu überzeugen, aber niemand kann nur bei uns sitzen. Genau, und weil er das nur noch bei uns kann, hat er einen großen Zorn. Und der nächste Vers, Anfang nächsten Jahres, wird uns dann mehr darüber sagen, über den Krieg gegen die Heiligen. Das werden wir dann genau anschauen. Bis dahin wollen wir uns vornehmen, wie wir es gesagt haben, nicht nur die Prophetie zu kennen, sondern selbst die Lektion daraus zu lernen. Nicht nur ein Lehrer für andere sein zu wollen, sondern selbst auch das zu tun. Ansonsten sind wir eine Lästerung für Gott. Nicht wahr? Wollen wir uns das vornehmen? Dann lass uns doch gemeinsam zu Gott beten und ihm das sagen. Und aufstehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir am Ende dieses Jahres noch einmal die Offenbarung schauen konnten. Und wir möchten dir Dank sagen, dass wir so viel im Laufe dieses Jahres entdecken durften und verstehen durften, besser begreifen konnten und vor allem auch praktische Lektionen für uns lernen durften. Die Offenbarung ist ja nicht nur ein Buch für die Geschichte, sondern ein Buch, das uns helfen soll, deinen Charakter, dein Wesen besser zu verstehen. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, dass wir nicht nur anderen predigen, sondern auch selbst das reflektieren, was du bist und deinen Charakter deutlich nach außen tragen, dass wir im tiefsten Innern wirklich echte Christen sind. So wie dein Wort es tun kann in uns. Bitte lass uns keine Heuchler sein, sondern Menschen, die wirklich authentisch die Wahrheit leben, wie du sie uns gegeben hast, sodass andere Menschen dadurch angezogen werden. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt uns gesund nach Hause bringst und so ist dein Wille, es uns alle wieder und noch mehr gemeinsam zusammenbringst, Anfang nächsten Jahres, wenn wir weiter studieren werden in Offenbarung, um dein Wort noch besser zu verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.